einfach weiterfahren. Wir kommen schon irgendwo an. Hoffe ich. Wäre schade, wenn nicht. Oh, da lauert schon wieder was gleich um die Ecke. Vorsichtig. Beim Tunneleingang. Ich weiß, dass ihr da seid. Alter, das war nicht zu knapp. Stirb! Yes, hat er erwischt. Haben wir noch Upgrade-Kits da gelassen? Nein, diesmal nicht. Und dann wäre ich am Ende des Tunnels. Nö, aber zur Sicherheit lieber mal schießen. Doch, da ist irgendwas. Irgendwas, was am Explodieren ist. Brauche ich Medizin? Kit? Ja, einen Mad Eagle konnte ich noch in meine Tasche stopfen. Und ja, ich sage immer Mad Eagle anstatt Medigel. Immer. Ich weiß, es ist nicht mehr lustig, aber ich kann einfach nichts dagegen tun. Siehst du, ich muss zu dem Turm hin. Habe ich doch fast vermutet. Oh. Aber nicht hier runter, sondern da rum. Gut. Die mögen ja keine geraden Wege. Weil sie bauen hier riesige Türme hin, aber Gott behüte, dass man da eine Brücke rüber baut über diesen Abgrund, um sich den Umweg von 300 Metern hier zu ersparen. Könnte man doch gut mal machen. Da drüben ist irgendwo was Feindseliges. Ich sehe es aber nicht. Einfach mal zur Begrüßung rüberschießen, damit die wissen, dass ich komme. Irgendwas schießt doch da. Ich höre es jedenfalls laut knallen. Oh, da wird geschossen. Von wo? Da! Voll weggefetzt. Oh. Und hier ist auch was. Wo denn? Da oben. Bumm. Die haben sie hier ganz gut abgesichert, ne? Aber nicht, somit ich nicht fertig werde. Noch was? Ach, da muss ich jetzt hier um die Kurve rumfahren, sicherlich. Lieber nochmal quick saven. Na, da bin ich auch gleich am Eingang. Hervorragend. Ich muss nur noch ein bisschen rumballern, dann komme ich rein. Oh, da oben. Und gut getarnt da so an der Felswand, die Türme. Komm schon, Feuer. Oh. Ah, der mich erwischt. Und natürlich liegt da auch ein brennendes Wrack. Und da drin sind böse Feinde. Aber wir können nicht reinfahren. Schade. Da müssen wir wohl zu Fuß rein. Am brennenden Wrack vorbei. So, liebe Kinder, einmal Waffen ziehen. Huch, was ist nun los? Warum bin ich schwarz? Ihr seht das auch, oder? Dass ich völlig schwarz bin? Moment. F5. Was war schnell laden? F9? Nein. Das ist ein schnell. Entschuldigung, warum ist mein Charakter komplett schwarz und verpixelt? Ich muss einmal neu laden. Vielleicht bewirkt das was. Der war bei euch in Aufnahme auch gerade schwarz und verpixelt, oder? Jetzt ist er wieder normal. Der gute Steffen Shepard. Jetzt ist er wieder schwarz. Was soll denn der Scheiß? Das ist nicht in Ordnung.
Überhaupt nicht. Was soll denn das? Was ist das für ein merkwürdiger Fehler? Hä? Jetzt sind alle schwarz. Wie sieht denn das aus? Tut mir leid, aber das ist äußerst lustig. Oh oh, Feinde. Na toll. Das ist jetzt aber unhilfreich. Oh, ich wollte eigentlich. Granate war R? Ja. Sag mal, wie sieht denn das aus? Bugs entdecken macht oft Spaß. Aber das hier ist schon sehr eigenartig. Ja, auch ein Kubaner. Warum schießt der denn auf? Das hat mich niemals getan. Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Oh, das ist nicht gut. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Gefährliches biologisches Material? Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Oh, okay. Erstmal müssen wir unbedingt unsere Texturen wieder kriegen, würde ich sagen. Das finde ich gerade sehr dringend. Eventuell muss ich das Spiel gleich mal neu starten. Ich versuch's noch einmal mit richtig speichern und laden. Speichern. Ja, hast du fein gemacht. Laden. Ihr braucht dringendst Texturen, meine Freunde. Texturen sind gut für uns alle. Nein, sie bleiben schwarz. Das ist nicht in Ordnung. Pass auf, was ich machen werde. Ich werde das Spiel einmal neu starten. Und zwar so ziemlich jetzt. Bis gleich. Tja, nun, wie es sich begab, habe ich das Spiel neu gestartet, habe sogar ein älteres Savegame geladen und bis hierhin nochmal weitergespielt, aber anscheinend, sobald man dieses Gebäude hier betritt, besteht man nur noch aus merkwürdigen Pixeln, aus schwarzen Pixeln. Ich verstehe es nicht. Ich kann jetzt eigentlich nur weiterspielen und hoffen, dass es vorbeigeht. Oder ich kann mich vor einen Bus werfen, der draußen vorbeifährt. Bin mir nicht sicher. Ich spiele mal noch ein Momentchen so weiter und hoffe, dass es aufhört. Ich finde das sehr eigenartig. Eigentlich ist das nicht so richtig spielbar. Aber was soll ich denn machen? Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Die wollen nicht, dass irgendwas rauskommt. Interessant. Fahrstuhl? Moment, ich gucke erstmal hier um die Ecke. Ein Upgrade-Kit, ja. Und ein sicherer Spind, der nicht ganz so sicher ist, weil ich ihn ja gleich dechiffriere. Haha, geschafft. Kann ich hier irgendwas dran? Nö. Ich will mal ganz kurz Ausrüstung gucken. Ich habe ja einige neue Dinge gefunden. Ob ich hier was Schöneres, Besseres, Geileres... Nee, sieht nicht so aus. Kampfsensor 3. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Hammer 3. Radioaktiv ist auch nicht schlecht. Gegen synthetische Ziele. Ich darf nicht mal Panzer brechen, weil hier laufen doch einige Geht rum. Die gehen hier so rum. Sonst ist alles, was ich gefunden habe, eher nicht besser als das... Oh, doch, ein besseres Sturmgewehr. Okay. Ich meine, Präzisionsgewehr. Das nehmen wir gerne. Rüstung. Nö. Ich guck mal, was die Kollegen haben. Siehst du, da haben wir gleich was Besseres am Start. Die sind noch nicht top-notch ausgerüstet. Den gebe ich mal was Nettes mit.
Reich sei gegen organische Ziele. Hammer. Einfach total der Hammer. Oh, eine bessere Pistole für sie. Gerne. Und ein Sturmgewehr. Einfach mal komplett ausrüsten, die Leutchen. Dann sind die auch glücklich. Also, hoffe ich jedenfalls. Und vielleicht hören sie dann auf, schwarze Krätzchen zu sein. Das wäre ja möglich. Oh, die kann er nicht tragen. Zu schwer. Kann er nur leichte Rüstungen tragen? Wahrscheinlich. Oh, 153 ist ja noch besser an Schaden. Ich setze irgendwie immer auf Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. 160! Noch mehr Schaden. Immer auf Schaben setzen. Da kann man nur gewinnen. So. Und wir... Wunderbar. Sind die gleich viel besser ausgerüstet und sind immer noch schwarze Klötzchen. Was soll denn das? Hört auf damit. Leute, das ist schlecht für die Gesundheit. Das ist alles, das ist viel zu bizarr. Das geht doch so nicht. Fährt der Fahrstuhl dann auch mal? Der bleibt ja einfach stehen. Oh, super. Das ist also komplett verglitscht alles gerade. Das finde ich nicht so gut. Was soll denn das? Warum... Na toll. Da bleibt nur Laden übrig. Schnell speichern. Wie lange ist es her? Zu lange? Boah. Ach, es ist hier draußen vor der Tür. Oh Mann. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Nein, sobald ich hier reingehe, wird alles schwarz. Ich verstehe es nicht. Warum ist das so kaputt? Das ist nicht gut. Vorsicht! Ja, ich merke schon. Vorsicht! Granate? Oh. Auch noch wert. Ich muss irgendwas gegen diese schwarze Plätzchenbildung tun. Dringend. Aber was? Ich hab schon neu gestartet. Wir versuchen das Spiel so zu Ende zu spielen. Das geht natürlich auch. Ja, alle erwischt. Warnung. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Ja, Gipfel 15 Schäden. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Erzähl mir mal was Neues. Nein? Nein? Oh, Zeit läuft ab. Mist. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Ja, gute Idee. Wir schalten einmal die Reaktoren wieder ein, damit alles wieder gut. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Zum Spaß. Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Nein! Ich komme mit diesem Dechiffrieren immer nicht so gut zurecht, irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass ich dumm bin. So, funktioniert der Fahrstuhl jetzt? Soll ich jetzt mal quicksaven in dieser... Oh.
Oh, wir bewegen uns. Es hat funktioniert. Und wir sind immer noch schwarze Klötzchen. Ich bin dagegen. Oh, aber da wird geschossen. Da können wir gleich mitmischen. Oh, hallo hier. Hast du das schon? Schild da in die Wand rein. Das kann ja nicht funktionieren. Okay. Die Tür ist zu. Ach, da oben will noch jemand. Wo ist er denn? Ah. Oh, was geschieht? Ach, in der Zwischensequenz sind wir auch komische Klötzchen. Tiere, Wind, dieser Ort ist übel mitgenommen. Was ist das denn? Was? Will ich sehen, wie das in echt aussieht? Rachni-Arbeiter. Das sieht er doch. The fuck? Was geht hier vor sich? Das ist alles höchst verwirrend und ungut. Ich weiß es nicht. Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Hoffen wir es mal. Gravitationswaffenforschung. Ich wünschte, ich könnte die Dinge hier besser sehen. Ich wünschte. Ich wünschte wirklich. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal neu starten und gucken, was besser wird. Aber ich würde nicht drauf wetten. Oh, da ist auf einmal so ein Viech aufgetaucht. Wo kam das her? Du musst dringend noch sterben. Das war zwingend notwendig, mein Freund. Nächster Fahrstuhl. Oh, hey, Liara ist wieder normal. Liara, wie hast du das gemacht? Ach so, du hast es gemacht, indem wir uns hier wieder festgeglitscht haben und ich wieder laden muss. So hast du das also gemacht. Ganz schön clever. Hey, wir sind normal. Kommt rein. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Wir sind wieder normal. Seht ihr das überhaupt? Haha. Super normal. So muss es sein. Dann klappt sie mich auch mit den Nachbarn. Mit manchen von denen, nicht mit allen. Oh oh, guck mal, die sind noch nicht normal. Was wird das, wenn es fertig ist? Ein Hilfsstromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Oh, der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Das heißt, wir können da dran rumfingern. Da kommen wir zum Fusionsreaktor. Da ist ein Technik-Kit. Ja! Okay. Warum sind wir wieder schwarze Blöcke? Wir sahen gerade wieder normal aus.